Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals TechCheck. Und heute soll es mal um die Cherry Gentix Corded Optical Maus gehen, die hier vor mir steht. Wenn ihr also mehr über diese Maus wissen wollt, in diesem Unboxing und kurzen Review, dann bleibt unbedingt dran und wir sehen uns wieder nach dem Intro. Willkommen zurück. Wie schon vor dem Intro angekündigt, soll es heute mal um die Cherry Gentix Maus gehen. Und zwar ist es eine sehr beliebte Maus für den Büroalltag, aber auch fürs bisschen Gamen, weil sie also eine schöne sportliche Optik hat und auch blau beleuchtet ist. Und diese Maus gibt es aktuell für um die 6 bis 7 Euro auf Amazon. Ich hau euch den Affiliate-Link natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt dort sofort mal draufklicken, dann könnt ihr euch auch nochmal die technischen Daten nebenher anschauen, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, ich habe mir die Maus gekauft, weil ich jetzt durch die sehr guten Produktbewertungen drauf aufmerksam geworden bin. Ich habe ja davor schon eine Cherry Tastatur, zwar die Stream 3, mir gekauft, die ich auch sehr gut finde. Ich arbeite mit der jeden Tag und jetzt wollte ich mir einfach mal die passende Maus dazu holen. Und ich habe mich jetzt explizit für eine kabelgebundene Maus entschieden, einfach um hier der Umwelt zuliebe nicht ständig die Batterien tauschen zu müssen und auch, weil die mir halt von der Optik her sehr gut gefällt und auch ein sehr geringes Gewicht hat. Und das alles wollen wir heute in diesem Video mal uns näher anschauen. Wir packen es also erstmal aus, daher gibt es dieses Unboxing-Video. Da werde ich euch ein paar technische Details, also ein paar technische Daten dazu nennen. Und danach werden wir uns natürlich auch mal ganz genau anschauen, also die Qualität, die Haptik, die Optik und alle weiteren wichtigen Themen. Von dem her, ich würde sagen, wir fangen am besten mal sofort an. Wir schauen uns mal die Verpackung an und dann werden wir sie auch mal auspacken und danach kommen natürlich die technischen Daten dran. Wie gesagt, so sieht es aus. Ich muss mal kurz hier meinen kleinen Halter wegnehmen. Das Taschenmesser, das brauche ich aber nachher nochmal, um sie auszupacken. So sieht die Verpackung also aus. Wir haben hier vorne natürlich groß das Abbild. Seitlich sehen wir ja auch schon diese Form. Die hat mich sehr die finde ich sehr interessant, die finde ich sehr sportlich, sehr modern auch. Wir haben hier seitlich jeweils solche griffigen Gummiteile dran, damit es halt optimal in der Hand dann liegt. Und natürlich hier ist alles blau beleuchtet, was eigentlich auch sehr schön ist. Hier natürlich ein großes Cherry-Logo drauf, wie man es vom Hersteller gewohnt ist. Die Verpackungen sehen eigentlich alle beinahe identisch aus. Hier haben wir natürlich nochmal, diese Barcodes, hier nochmal Cherry Genetics als Produktname. Hier unten haben wir nochmal ein paar Hinweise bzw. ein paar Logos, also für Windows 10 geeignet, für Windows 8 geeignet, CE, GS, TÜV Süd bzw. hier der TÜV Rheinland. Also alles geprüft, alles gemacht. Die kommt natürlich hier auch aus Deutschland. Zumindest ist Cherry hier in Deutschland ansässig. Von dem her gibt es da eigentlich keine Probleme. Ihr könnt die wirklich hier auch sofort bestellen. Wir gucken sie uns mal hier nochmal an. Die Rückseite, da sind vielleicht auch noch ein paar interessante Daten drauf. Genau hier auch die technischen Daten gleich, dann werde ich die euch hier mal kurz erzählen, bevor ich dann nachher nochmal näher drauf eingehe. Also wir haben hier alle in verschiedenen Sprachen. Wir gehen mal hier hoch. Ich werde mal hier den Autofokus ein bisschen näher dran zoomen. Also wir haben hier einen optischen Sensor mit 1000 dpi Auflösung, eine blaue Beleuchtung bei den Seitenteilen und am Scrollrad und wir haben hier gummierte Seiten. Das ist so eigentlich im Grunde alles, was man hier für den technischen Daten kennt. Es gibt natürlich nachher noch ein paar nähere Daten. Da werde ich euch auch mal kurz die Länge vom USB-Kabel dazu erklären. Aber jetzt wollen wir uns hier erstmal die Maus anschauen und deswegen packen wir sie am besten mal aus. Wir gucken mal, hier oben ist ein kleiner Kleber drauf. Den mache ich jetzt mal mit meinem Taschenmesserchen auf. So, dann machen wir das mal auf hier. Zack, das war eigentlich ganz einfach. Schauen wir uns mal an, was sich hier dahinter versteckt. Also die Maus kommt hier schon so rein. Und dann haben wir hier auch schon die Maus. Wir schauen, was haben wir noch in der Verpackung mit dabei. Wir haben hier eine kleine Bedienungsanleitung. Und das war es dann auch. Also da ist nichts mehr drin. Die gehen wir jetzt auch mal kurz durch. Ich mache mal hier. Stellen wir das hier beiseite. So. Schauen wir uns mal die Bedienungsanleitung kurz an. Da werden dann auch ein paar technische Daten drinstehen. Also, wir haben hier, steht da schon hier in der Bedienungsanleitung drin, eine Maus mit USB-Anschluss. Genau, hier steht erstmal dran, wenn die Maus anschließt. Also als erstes, dann klar, die Maus wird an den USB-Anschluss angesteckt.
Und hier muss man auch natürlich auch sicherstellen, dass der Untergrund passt. Also eine helle, strukturierte Fläche als Mausuntergrund steigert die Effektivität der Maus und gewährleistet eine optimale Bewegungserkennung. Klar, eine spiegelnde Oberfläche und ein Mausuntergrund ist natürlich nicht dazu geeignet. Hier drittens das RSI-Syndrom. Das ist die Verletzung durch wiederholte Beanspruchung. Also RSI entsteht durch kleine, sich wiederholende Bewegungen. Das sind also solche Beschwerden, die natürlich viele am Arbeitsplatz haben. Und da wird dann nochmal darauf hingewiesen, richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein, positionieren Sie die Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind. Alle solche kleinen Sachen und natürlich hier ändern Sie oft Ihre Körperhaltung. Das sind also Hinweise, die natürlich hier auch bei anderen Produkten von Cherry immer mitgeliefert werden, damit man halt hier auch ein bisschen auf seinen Körper achtet. Wir haben hier viertens die Entsorgung noch. Klar, man soll die Maus natürlich nicht im normalen Container, also in den normalen Mülleimer schmeißen. Hier noch ein paar technische Daten. Wir haben eine Versorgungsspannung, klar, von der USB-Schnittstelle, also über die USB-Schnittstelle von 4,75 bis 5,25 Volt. Die verbraucht hier maximal 100 mA. Und wir haben hier eine Lagertemperatur von minus 20 bis 65 Grad plus. Gut, das ist relativ uninteressant. Betriebstemperatur von 0 bis 40 Grad. Wird euch auch nicht viel interessieren. Ihr habt es ja eh nur zu Hause am Schreibtisch, wo natürlich immer hier eine konstante Temperatur von um die 21 bis 23 Grad herrscht. Kontakt, das ist hier auch alles drauf. Also ihr habt hier einen direkten Ansprechpartner mit Telefonnummer, was auch sehr interessant ist. Allgemeiner Anwenderhinweis. Klar, hier gibt es noch ein paar Sachen, Gewährleistung, auch alles mit dabei. Und hier geht es dann auch schon in Englisch weiter. Und auch hier genau Englisch, Französisch ist also mehrsprachig. Die Anleitung finde ich also auch sehr gut. So, jetzt kommen wir aber wirklich zur Maus. Dann schauen wir uns hier mal ganz genau an, bevor ich hier noch mit weiteren technischen Daten zuballere. Und zwar haben wir sie hier schon vor uns stehen. Kommt hier gut gepackt in dieser Folie her. Und so sieht sie jetzt aus. Die ist sehr schön. Ich werde es euch hier mal genau zeigen. So sieht es also wirklich hier im Detail aus. Der hat eine sehr schöne Form. Und auch hier sieht man natürlich die Form, wie sie auch auf der Produktverpackung schon drauf war. Wie gesagt, ich finde persönlich auch die Größe sehr okay, weil die umschlingt genau meinen Arm, also meine Hand. Und so kann ich eigentlich optimal damit arbeiten. Von dem her passt hier eigentlich alles. Das Scrollrad sieht auch sehr schön aus. Klar, es ist halt hier wirklich so ein bisschen mehr auf Gaming optimiert und natürlich nicht so ja, stylisch modern für den Büroalltag. Also kommt natürlich auf eure Büroeinrichtung drauf an. Aber die ist jetzt eher so für die sportlichen Leute unter euch kreiert. Hier diese seitlichen Halterungen, die gucken auch sehr weit raus. Die sind auch hier eben. Könnt ihr das sehen mit dieser unteren Oberfläche? Das ist auch sehr gut. Da müsst ihr euch also auch nicht reindrücken. Wir schauen uns mal hier nochmal den optischen Sensor an. Der sieht so aus. Wir haben hier einen Qualitätsstempel, also der ist hier, die Maus ist hier erfolgreich durchgekommen. Hier haben wir noch eine Seriennummer, Modellnummer genau, also die JM03 ist es jetzt hier in dem Fall genau. Und natürlich hier ein paar Logos, CE-Kennzeichnungen, klar, das passt alles, ist ja auch für den europäischen oder deutschen Markt explizit gefordert. Hier haben wir das USB-Kabel, das ist 1,8 Meter lang. Ich werde das euch hier mal kurz aufmachen. Fühlt sich auch sehr gut an. Der USB-Stecker sieht okay aus. Auch ein bisschen an das Design von dieser Maus angelehnt. Von dem her gibt es auch nichts zu sagen. So, testen wir sie mal hier so ein bisschen. Man hört auch schon das Klicken hier. Das hört sich auch alles sehr sauber an. Die Tasten drückt es auch gut rein. Ihr könnt hier sehen, da bewegt sich die ganze Taste von der Maus. Also habt ihr die komplette Fläche von der Maus im Grunde, die ihr hier praktisch nutzen könnt. Und auch hier der Druck auf die Taste ist minimal. Also ja, was heißt minimal nicht, aber es ist genau so in diesem Feld, wo man sagen muss, es ist nicht zu stark und es ist auch nicht zu schwach, wenn man hier drauf drücken muss. Das Scrollrad fühlt sich ebenfalls sehr gut an und ansonsten passt auch alles. So, abschließend gibt es natürlich hier wieder meine Meinung zu diesem kleinen Unboxing-Review-Video. Ich finde, die Maus macht jetzt hier einen sehr guten ersten Eindruck beim Auspacken. Die Maus liegt auch sehr gut in der Hand, konntet ihr vorhin schon sehen. Da habe ich jetzt auch keine Bedenken. Klar,
Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich die Maus hier im Alltag macht mit 1000 dpi Auflösung. Aber ich denke mal, für die normalen Anwendungen, gerade im Office-Bereich, auch wenn es so ein bisschen zum Zocken geht, wird es wahrscheinlich ausreichend sein. Also meine Meinung fällt sehr positiv zu dieser Maus aus. Wir werden natürlich aber Näheres dann nochmal im zweiten Video uns anschauen, also im Praxistestvideo. Da werde ich also explizit nochmal ein Video zu dieser Maus machen. Und da werden wir mal die Maus anschließen und mal schauen, wie sie leuchtet. Und natürlich auch dann, wie man mit dieser Maus arbeiten kann. Von dem her, ich verlinke euch die Maus natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung als Affiliate-Link. Da könnt ihr jetzt mal draufklicken, wenn ihr da noch ein paar technische Daten wissen wollt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dem Video einen Daumen hoch gibt. Und bei Fragen schreibt mir am besten gleich unten in die Kommentare rein. Dann werde ich schauen, dass ich euch die Fragen hier auch zügig beantworten kann. Also wir sehen uns wieder beim nächsten Mal beim zweiten Teil zum Praxistest. Bis bald, euer Pascal.